Im Hintergrund sehen wir ein weiteres Element der verketteten Fertigungsanlage, einen automatischen Strom- und Gasdüsenwechsler. Wozu dient ein solches Gerät? Ja, die Anforderungen, die kommen meistens nicht aus dem Hause getrieben, sondern wir leben ja von Kundenanforderungen. Und bei einem Konzept, was wir umgesetzt haben, gab es das Problem, dass der Kunde inzwischen in der Lage ist, die Anlage in der dritten Schicht mannlos zu fahren. Das heißt, er lädt in der zweiten Schicht, Ende der zweiten Schicht vorne neue Bauteile auf und hat am Ende hinten das Band leer, wo er die fertigen Bauteile rausfahren kann. Nach circa einer Laufzeit von 2 Stunden ist irgendwann der Punkt gekommen, wo die Stromdüse festpackt, das heißt, die Anlage außer Funktion geht. Der Kunde hat die Anforderung gestellt, macht uns bitte was, wo wir die Anlage möglichst lange in Betrieb halten können. Daraufhin haben wir nicht in großen theoretischen Dingen, sondern einfach mit ein paar Praktikern uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir die Verschleißteile automatisch wechseln. Aus diesem Kundenanforderung und einfach auf dem Hallenboden zusammensitzen, wie können wir es machen, ist das Produkt hier entstanden. Das ist ein automatischer Strom- und Gasdüsenwechsler, der auch tatsächlich funktioniert. Also wir haben einige Zyklen damit gefahren, werden jetzt den Kunden mit diesem Ausstellungsstück beliefern. Der wartet sehnsüchtig drauf und wir hoffen damit, dass er die dritte Schicht durchfahren kann. Das heißt, wir haben eine spezielle Gasdüse. Der Roboter reinigt die komplette Pistole, nimmt dann die Gasdüse runter und die Stromdüse reinigt wiederum und schraubt das neue auf, wie später nochmal im Film zu sehen. Vielen Dank.